Hallo und willkommen zurück, der nächste Teil Let's Play, ja, das sowieso, The Book of Unwritten Tales 2. Der NRW über 18 wieder hier und wir haben im letzten Teil es endlich geschafft, die beiden hier loszuwerden. Das heißt, wir können jetzt dem roten Piraten Freudiges verkünden. Gute Nachrichten. Sind sie weg? Yep. Allerdings. War ein hartes Stück Arbeit. Aber was tut man nicht alles für einen magischen Kompass? Was für ein magischer Kompass? Ja, ja. Der Geisterkompass, den du mir versprochen hast. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ey, Alter! Du, Pierre? Nein, Pierre auch nicht. Du hast gesagt, du leihst mir den Geisterkompass, wenn ich die Van Burens vertreibe. So? Und hast du auch gehört, wie ich Piraten-Ehrenwort gesagt habe? Du... Du hast nicht Piraten-Ehrenwort gesagt. Damit gab es nach Piratenrecht keinen Vertrag. Das hättest du wissen sollen, Nate. Aber ich brauche den Kompass. Und ich gebe ihn nicht so einfach her. Auch das hättest du wissen sollen. Raus mit ihm und verriegle das Tor. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Du kleines... Das wirst du mir büßen. Was sagst du, Pierre? Fetter Spinner? Sowas würde ich mich nie trauen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey. Jetzt steht der Affe da. Der Schläger hat das Tor verriegelt, nachdem er mich rausgeworfen hat. Toll, aber jetzt können wir uns bei den Süßigkeiten bedienen. Und wir können dem... Lecker. So etwas muss man genießen. Was macht der da jetzt? Genießen, Nate. Ich bin nicht stolz darauf. Okay, kann ich ihn mitnehmen? Nein, ich kann ihn nicht mitnehmen. Kann ich noch mehr mitnehmen? Nein, ich werde stark bleiben. Vorerst. Oh, schade. Okay. Aber jetzt kann ich dem Hippo-Elefanten kann ich doch was zu essen geben. Hippogreif. Handvoll? Ja, füttere das Hippo. Möchtest du vielleicht etwas von diesen Süßigkeiten? Yummy, yummy. Oh, Yeses. Da hat aber jemand einen süßen Zahn. Mehr habe ich nicht. Na toll. Na, ist genau wie meine Katzen. Fressen und dann wieder hinlegen. Wie komme ich jetzt an diesen vermaledeiten Kompass? Die meiste Kommunikation. Nee. Hätte ja sein können. Hier noch irgendwas? Nein. Mann. Ja, kann ja das Zeug mal aussehen? Sieht ja furchtbar aus. Ja. Ich habe jetzt auch nichts irgendwie... Wieso kann ich denn mit dem Hippogreif jetzt reden? Hä? Da drüben vor dem Palast warten noch etwa 2 Zentner von diesen ungesunden Leckereien auf dich. Ja, was? Flieg hin. Aber denk daran, nicht alles auf einmal. Ah! Moment, hinterher. Oh, eine ganze Menge weg. Das sieht geschafft aus. Was hast du gemacht, Kleine? Na. Du hast das ganze Zeug? Wie ist das überhaupt? Ich meine, irgendwo muss das doch auch alles bleiben. Ah! Was war das? Dunghaufen? Das hat da hingeschissen? Ist ja furchtbar. Das ist der größte, gewaltigste und glitzerndste Dunghaufen, den ich jemals gesehen habe. Nimm 2 ordentliche Handvoll Dung. Und er hat keine Handschuhe. Ich soll... Das ist... Ist noch warm. Ist ja ekelhaft. Oh nein, aber mir fällt was ein, wo ich die vielleicht benutzen könnte, die 2 Haufen. Die Kleine hat nicht nur einen gesegneten Appetit,
Sie hat auch eine fantastische Verdauung. Ah! Ah ja. Kann ich die dann... Nee. Kommt die mit? Bin jetzt da? Nee, also sie bleibt da. Wir fliegen jetzt mal... Leinenlos. Denn wir wissen ja alle, was Kaka anzieht. Nämlich Fliegen und Käfer. Und hier hatten wir eine Menge Käfer. Aber, okay. Erstmal da. Also manchmal hat man hier irgendwie Probleme mit den Sounddateien, kann das sein? Zieh am Hebel. Ja. In Ordnung, bleib so. Wir holen dich nachher daraus. Mal ein Hasenkostüm ausziehen. Ach nee, warte mal. Grafikglitch, Grafikglitch, Grafikglitch. Warte mal, ich wollte das dem Nate noch geben. Nein, 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 nicht reden. Das gibt Nate die Holz. Die muss doch hier irgendwo. Da. Danke. Und jetzt da rein. Okay. Ich hatte jetzt gedacht, er geht wieder durch die Tür. So, dann hier rein. Ihr habt doch so eine Ahnung. So, jetzt haben wir da nämlich Licht. Und das wirft etwas Hippodung in den Mistkäfer. Zu den Mistkäfern. Jawohl, ich hatte recht. Ein kleines Stückchen vielleicht. Okay, das scheinen sie wirklich zu mögen. Okay, jetzt muss ich die irgendwie ablenken. Schmiere den Hippogreifdung auf die Kugel. Natürlich, die zerfressen den dann. Hallo, hier. Logisch. Aber wie kommen die da rüber? Lecker. Wenigstens muss ich ihn jetzt nicht mehr mit mir herumtragen. Die Mistkäfer riechen den Dung. Sie sind ganz aufgeregt. Sie laufen an den Wänden des Lochs hin und her. Sie suchen eine Möglichkeit, zur Kugel zu gelangen. Ja, aber er hat das ja jetzt mit den Fingern da verteilt. Das ist ja echt ekelhaft. Können wir jetzt hier vielleicht rein? Was ist da hinten dann überhaupt? Solange die Mistkäfer da herumwuseln, setze ich keinen Fuß in den Raum. Das erscheint mir eine gute Idee. Zumindest solange ich auf deinen Schultern bin. Ja, okay, das wissen wir. Ach nee, warte mal, was ist, wenn die ja hier hochklettern können? Genau, lege das Brett schräg in die... Hahaha. Es geht voran, es geht voran. Dann können die nämlich da hochklettern. Lauft, meine Arbeiter, holt euch die Mutter aller Mistkugeln. Ja. Sie schaffen es. Gemeinsam sind sie stark. Oh, 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 oh. Allerdings nicht sehr klar. Okay. Ja, super. Klasse. Betritt den Raum. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also schön. Was passiert hier? Mich erschrocken, Mann. So tief... Wo steht der? So tief sieht das doch gar nicht aus. Was ist denn... Hallo, hier, gucken. Hallo. Eine Tafel mit kleinen Steinscheiben darauf. Sieht fast aus wie ein Brettspiel. Hinter solchen Tafeln haben wir früher Schätze verwahrt. Das Ding ist so eine Art Tresor? Ja, wenn du die Figur auf eines der Schatzfelder bewegen kannst, klappt die Platte auf. Es gibt Abgründe und Felder, die nach einmaligem Betreten zu Abgründen werden. Stachelfelder, die du nicht betreten kannst, aber der Golem schon. Der bewegt sich auf deine Figur zu, wenn du in gerader Linie zu ihm stehst. Okay.
Und jeder kann den Tresor öffnen, sofern er nur das Spiel gewinnt? Naja, einige glaubten, wenn ein Dieb sich die Mühe macht, das Rätsel zu lösen, hat er es auch irgendwie verdient. Ich war nie dieser Meinung. Oh nein. Gehege? Gitter und dahinter eine Art Gehege. Sieht allerdings nicht so aus, als würde hier noch eine Gefahr auf mich lauern. Auf dem Boden liegen nur noch ein paar Skelette. Was ist mit den Basilisken passiert? Ich bin kein Zoologe, aber es könnte problematisch sein, Basilisken ein paar tausend Jahre nicht zu füttern. Aber die Skarabäen haben auch überlebt. Ja, aber Scheiße gibt es in dieser Welt nun wirklich genug. Ein Rad in der Wand. Von der Positionierung her würde ich sagen, dass man damit das Gitter daneben öffnen konnte. Ganz recht. Wir hatten blinde Sklaven, die sich um die Basilisken kümmerten. Sie durften die Gehege erst öffnen, wenn alle anderen den Raum verlassen hatten. Die Basilisken brauchen das Rad nicht mehr. Okay. Dank Vieh kann ich genug sehen. Und was ich sehe, gefällt mir nicht. Ja. Okay. Das wird nicht funktionieren. Also schön. Versuche ich mal mein Glück. Aber nein, das Geschenk gehört dir nicht. Geschenk? Steht da doch. Geschenk des Pharao an seine Lieblingskonkubine, Stern des Ostens. Das klingt nach Gold, Edelstein, feinstem Schmuck. Was soll das? Ich werde die ganze Zeit dieses Geräusch machen, während du versuchst, die Lieblingskonkubine des Pharao zu bestehlen. Die muss doch schon seit Jahrtausenden tot sein. Schon gut, schon gut. Okay, also das funktioniert nicht. Aber vielleicht... King Asne, was macht der denn da jetzt immer? Irgendwas ist passiert. Da oben. Und ist wieder rückgängig gemacht worden. Schiebe den Hebel zur Seite. Ach nee, da funktioniert er nicht. Kann ich den vielleicht mit irgendwas blockieren? Nee, also er hält ihn. Okay. Dann gehen wir wieder da raus. Raus, Nate, raus! So, dann hier. Was haben wir denn jetzt hier? Nimm... Ah! Den können wir wieder mitnehmen. Warum nicht? Schlupp. Okay, jetzt hier nochmal rein. Dann könnte man den da nämlich benutzen. So, das geht doch jetzt ein bisschen schneller. Zack. Nee, doch nicht. Oh Mann! Ja, keine Aktion möglich. Super. Das ist nicht so im Sinne des Erfinders. Nee, 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 hier lang. Hier lang. Irgendwie. Wie geil. Ach ja, klar, weil er da nicht. Ja, klar. Da schlägt er die Falle raus. Lass mich raten. Hinter dieser Tür befindet sich die Grabkammer des Pharao? So ist es. Wie öffnet man sie? Du musst... hast du mal daran gerüttelt? Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Genau das verhindern allerdings diese beiden Steinstifte. Vermutlich muss man... Genau ja, okay. Das... Ja, ja, ja. Es ist die Frage, brauche ich jetzt das Vieh hier, oder? Warte mal, was haben wir hier vorne? Okay, da haben wir nichts. Geh da mal rein. Ach ja, da hatten wir ja noch die Knöpfe. Kriegst du Puss?
Hulalu. Ja. Hulalu. Tja. Ist das jetzt hier außer Gefecht? Oh ne. Hier vorne können wir auch nichts machen. Das betrachte das kleine Loch in der Wand. Vielleicht da drücken, dann geht die Tür ganz auf. Und zack. Vielleicht, warte mal. Kann ich? Natürlich, das Vieh trampelt jetzt gar nicht mehr, aber hier ist weiter Licht. Ist klar. So, jetzt nimm das. Nein, ich kann die gar nicht wegnehmen. Scheiße, ich hätte jetzt gedacht, dass ich die jetzt hier rausnehmen kann, die dem Vieh geben kann und das Vieh... Okay, falsch gedacht. Die Tür hat sich einen Spalt geöffnet. Ja. Also ich muss... Aber das Rad, kann ich das Rad hier irgendwo benutzen? Betrachte die Löcher in der Wand. Warte mal, geh mal hier raus. Ich kann ja hier nichts machen, oder? Kann ich dem Vieh irgendwas geben? Nee. Ein Handrad, mit dem man manuell das Gitter des Basiliskengeheges öffnen konnte. Ja. Scharfer Meißel. Nimm. Ne, schade. Betrachte das kleine Loch in der Wand. Tja. Wobei, warte mal. Kann ich jetzt, ohne das Rad zu benutzen, ist jetzt hier weiter Licht? Ja? Wie geht das denn? Okay. Betrachte das Gehege. Ja, ja. Tafel. Kann ja nichts mit anfangen. Da oben. Zu einer Zeit, als die meisten anderen Menschen noch Faustkeile gemacht haben, wurden hier filigrane Steinarbeiten hergestellt. Beeindruckend. Natürlich lebten wir Elfen zu der Zeit schon in mehrstöckigen Wohnhäusern, hatten 60-köpfige Orchester und eine allgemeine Krankenversicherung. Aber für Menschen nicht schlecht. Aha, ha, ha, ha. Wie lustig. Was macht denn Ivo jetzt hier? Das war die Stimme von Ivo. Zu einer Zeit, als die meisten... Aber für... Was ist denn das? Schon wieder ein Bug. Das kann doch nicht sein. So. Und jetzt zu Nate. Komm, Nate, beeil dich. Darf vielleicht jetzt den Meißel mit benutzen? Ach nein, den Meißel habe ich ja. Aha. Dem Vieh gegeben. Man kann es auch unnötig kompliziert machen. Nein, du sollst hier bleiben, Nate. Was gibt's? Ja, du sollst hier bleiben. Warum rennt der denn immer weg? Was? Da. Nimm den mal wieder. Was? Klar, schon der nächste Grafikfehler. Oh, was ist denn jetzt los hier? Ja, schon wieder. So, jetzt dahin. Hoffentlich funktioniert das. Nein, es funktioniert nicht. Nate! Vermutlich muss man diese eine... Ja, toll.
Oh Mann. Dass ich die beiden nicht miteinander kombinieren kann, ist scheiße. Also das hat auch nichts gebracht. Tja. Versuche die Tafel zu öffnen, das bringt auch nichts. Nur mal. Oh Gott! Warum hörst du? Ja, du kannst loslassen. Ey, Nate, warum gehst du raus? Warum? Warum? Was ist das für ein Schwachsinn? Zu einer Zeit, als die. Ach ja, das hatten wir ja schon. Was macht er denn jetzt? Wo will er hin? Ja, das verstehe jetzt, wer will. Wie kriege ich da drüben den? Ich verstehe das nicht. Ich muss drüben irgendwie ja den Mechanismus in irgendeiner Art und Weise außer Gefecht setzen. Versuch mal jetzt mal was anderes. Und zwar, komm mal raus, Nate. Gib mal das Rad dem. Ja, genau. Was? Nate, bitte, hier vorne hin. Ey, das ist ja schon. Ich hab letzten Teil noch das Spiel hier gelobt und jetzt. Irgendwie, ich weiß nicht. Hier, kannst du das. Verträgt das Spiel kein Lob? Lubdu? Ja, ja, Lubdu, ja. Lubdu auch. So, jetzt mal da rein. Jetzt versuch mal das mal. Vielleicht ist das Rad hier für die Tür. Dass wir die Tür damit aufkriegen, weil der Mechanismus blockiert ja. Ja! Na, endlich! Endlich mal was funktioniert. So. Nate? Verdächtig aussehende Löcher in der Wand. Mehr nicht? Verdächtig. Da hinten ist irgendein Hebel. Ist bestimmt wichtig. Ist das ein weiterer Sarkophag oder sowas? Nein, das ist eine Werkzeugtruhe. Ziemlicher Aufwand, um ein paar Werkzeuge zu verwahren, oder? Lorem Ipsum wurde mit Wissen und diesen Werkzeugen erbaut. Wir verehren sie. Wie geht die auf? Weißt du, wie man die Truhe öffnen kann? Du musst den richtigen Code einstellen. Er lautet gelb, rot, rot, blau, grün. Du erinnerst dich daran? Warum sollte ich nicht? Cool. Verschiedene Hämmer, ein Zirkel, ein Lot. Nicht sehr beeindruckend. Was ist das? Das ist nur ein Standard-Zeitmanipulator. Du solltest lieber das Lot mitnehmen. Ein was? Zeitmanipulator? Was? Er hält in einem kleinen Bereich die Zeit für ein paar Sekunden an. Praktisch, wenn man Arbeit an sich schnell bewegenden Teilen verrichten muss. Aber mit einem Lot kannst du Sachen genau senkrecht zum Erdboden bauen. Das ist wie Magie. Ich glaube, ich bleibe bei dem Zeitmanipulator-Dings. Ach, ich ahne es. Ich ahne es. Es geht endlich weiter. Praktischer Zeitmanipulator. Gib das mal dem Vieh. Nate, ach, diese Animation, die er macht, die muss er immer zu Ende machen. Erst dann kann er sich bewegen. Das nervt ein wenig. Auch nicht. Ich wollte mir das Ding hier nur mal genauer ansehen. Hat er dem das jetzt... Nein, du sollst ihm das geben. Hey, Fee. Über was? Och, meine Güte. Gib dem Vieh den Zeitmanipulator. Hier, nimm den Zeitmanipulator. Aber schön vorsichtig und nicht damit auf Leute zielen. So, und jetzt wechseln.
friere die Zeit für die Kugeln ein. Genau. Ja. Und jetzt hier, komm. Sehr schön. Jetzt mit ihm. Hier rüber. Und dann sollte es jetzt tatsächlich endlich klappen. Hoffentlich. Na komm, bitte. Moment. Na. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Och, Mann. Oh. Habe ich hier einen Fehler gemacht? Brauche ich Ivo oder was? Das würde erklären, warum ich hier eben Ivos Stimme hatte. Kann ich damit... Nein, kann ich auch nicht. Nein, du brauchst da gar nicht erst hingehen. Vermutlich muss man diese Scheibe drehen, um die Tür zu öffnen. Freunde, ich habe keine Ahnung mehr. Mit der Mumie kann ich mich auch nicht unterhalten, dass die uns hier irgendwie helfen könnte. Kann ich die Hand da vorne wieder rausnehmen? Weil die Tür ist ja jetzt... Die Tür ist ja jetzt auf. Nein, kann ich nicht. Was ist das für ein Schwachsinn? Kann ich das raten? Das kann ich auch wieder nicht nehmen. Ah, super. Freunde, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Die Zeit ist erreicht. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Macht es gut. Bis dahin. NRW Boy 18. Adieu.